Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, aber feinen Rio-Runde. Nee, was? Ach, scheiß drauf. Ach, Ruby! Eine zweite Season von Ruby! Meine Güte! Alter, ist der behindert, wo der Witz war. Warte, warum sind wir hier? Wieso spielen wir mit dir? Ja, ich frage mich auch, ich glaube, wir sollten wieder gehen. Weil es so ist. Weil es so ist. Aber wie ihr gehört habt, bin ich nicht alleine. Ich habe den Cyber und den Wannwade mit dabei. Wir wurden gezwungen, holt uns hier raus und die Polizei halt vom Keller gefangen. Ja, nee, ist klar. Und wir spielen mit dem Juniper DLC. Cyber, stell dich mal vor. Die Pyra. Pyra. Ja. Oh Gott. Pyra. Ja. Das war ein richtiger Alan, ey. Alan. Ja. Anwar, du spielst als wen? Ich spiele Ren. Ren. Und ich spiele die nervigsten Charakter überhaupt. Am Queen of the Castle. Richtig. Richtig, Nora. Aber gut, lass uns mal anfangen. Team Forever, ne? Aber weißt du, was eigentlich das Schlimme ist? Ich wäre der einzige Kerl, ne? Und, wäre ich nicht jetzt gerade mal so ein Überstudent in dieser Rolle, ne? Das Ding wird halt wahrscheinlich in Sexorgien ausarten. She wants the D! Everybody wants the D! Na gut, bevor wir hier. Was ich auch ganz geil finde überhaupt, der Moment bei unserem Namen. Ich, Nana, dann war einfach so 3, 2, 1. Warum auch immer die Stufen, Alter? Na, ich starte es einfach mal. Wir spielen die Kampagne. Ja, starten wir mal. Genau, wir spielen die Kampagne als Team Juniper. Wir können nochmal. Das, wow! Ey, ich finde das super! Beste, Alter! Ja, Hashtag Beste. Also, los! Und bevor es halt anfängt. Ich bin schon mal weg. Nein! Tschüss! Nein! Tschüss. Nein! Nope, I'm out of there, bye bye! Au, diese Leute! Das ist so unfassbar. Hä, hey, was, und, wo? Ich sehe da nix. Und selbst Nora hat. Boop! Was wirklich hier, Puh? Na, no, muss man nichts zu sagen, ne? Übrigens, Nana, weil du gerade Pup machst, ne? Ich hab gestern, weil ich mir so langweilig war, noch eine Runde des Sombra gespielt, ne? 89 ah, Kills. Ja, läuft, ne? Und keine einzige Waffe reckt, ne? Hm? Was ist? Artefakt. Der Weg? War der noch nicht offen? Der Weg. Ey, da steht noch die Mauer, würde ich sagen. Hat Trump noch seine Mauer errichtet? Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Warte, sind wir in Mexiko? Ja. Make Ruby great again. Also, hier, hörst du's? Ja, stimmt. Ah. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Blitz ganz geil. We need boots on the ground. Das hab ich auch verstanden. Boots on the ground, Alter. Ja. Hat er gesagt. Na, guck mal. Ich bin einer Blut. Jetzt aber. Blitz ganz geil. Was Ruby macht, das Abblocken, simpel so wie Athena in Pre-Sequel, ne? Die kloppt ihm einfach das Schild in die Fresse. Ja, möglich. Nee, ich hab's mal gesehen, war ganz witzig. Aber sie haben Musik hier. Ja. Hier vorne. Also, es ist gute Hintergrundmusik, so finde ich. Es ist neue Musik drin und ich finde die gar nicht so schlecht. Das kann man sich geben. Das vor allem, das hat haben sie auch ein bisschen angepasst, was mir auch gefällt. Ja, das ist übersichtlicher. Vorher war das ja so 1000 Angaben, du wusstest nicht, wofür steht was und hast keine Ahnung. Und jetzt weißt du wenigstens, aha, da hast du deine Ulti aufgeladen, da ist deine Aura, da ist deine Erfahrung. Also, wer könnte ich was durch? Wo hab ich was getan? Naja. Jetzt weißt du halt wenigstens, ja, jetzt habe ich eine Ulti, yay, kann ich mal nutzen und so. Der Bulli ist ein bisschen penetrant, die Ulti drin, aber. Du hast einen Nein. Wie kommst du denn da drauf? Aber ich finde, dass sich das Charaktere von Team Juniper wesentlich leichter steuern lassen.
Steuern. Ich glaube, wenn du jetzt mit Ruby spielst, spielst du dich genauso, Alter. Ich muss mal ganz kurz den Mountain-Tick runterdrehen. Oblek? Was machst du? Ja, Jublek, das ist für mich eigentlich ein Treibsand, der sehr schwarz ist. Ich denke, das ist Blackwater. Nee, das war ja was anderes. Und weil man auch immer mit dir hinten läuft, ich weiß nur, dass da ein Artefakt ist, darum laufe ich nach da hinten. Ich hab's selber verfolgt. Also, manche Artefakte wurden ja versetzt. Nein, gar keins. Das ist gar keins. Hast du... Die wurden versetzt in die dritte Klasse, durch? Oder was? Hm? Was? Nee, ich hab nichts gesagt. Spiel mit euch, was ihr mit will. Hier, Ich hab schon mal durchgespielt, ja. Juniper DLC? Ja. Okay. Ich hab Juniper, aber es ist Ruby halt. Ja. Wobei ich ganz ehrlich, ich weiß, wen hatte ich noch mal in Ruby, aber der Ulti, da fand ich besser deutlich. Du hattest Blake, genau. Ach, Blake, naja, ne, Tatsache, stimmt. Übrigens, um mal auf die Season 4 anzusprechen. Werbung! Ja, Ruby halt Season 4. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass unsere liebe, wie heißt sie noch? Yang. Einen Arm verloren hat. Er hat in Season 4 keinen Arm mehr. Also ihr fehlt ein Arm. So nice, ne? Du hast dafür ganz sicher einen Haufen Leute gespoilert, die hassen dich jetzt nicht. Ja, mich wundert sowas halt, weißt du? Ja, aber das sagt man nicht in der Aufnahme, du Klappspaten! Ja gut, aber wusstest du ja auch, dass bei Titanic am Ende der Typ nicht überlebt, ne? Aber... Nein, wie konntest du spoilern? Mm. Nana? Ja? Das ist voll geil, Leute, beim Einkaufen, ne? Ich bin ja gefahren, mit meinem Auto, ne? Meine Mutter ist einfach mitgefahren. Und im Endeffekt, ich hatte mein Handy angeschlossen mit AUX-Kabel. Und sie hat wirklich gegen jedes Lied, das da kam, hatte sie was. Dann kam die Ruby-Lieder und sie so, das ist gute Musik, das ist gut. Ich immer so, yo, lol, ist klar, ne? Passt schon. Läuft. Alles für ein Scheiße. Dann kommt die Ruby-Lieder, ach geil, ja. Wann war? Bist du lebensmüde? Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr! Oh, schade. I'm Queen of the Castle, I'm Queen of the Castle. Oh, komm, ich will weg! Ich versteck mich hier mit Salva in der Ecke. Kommt ihr? Wir haben ein Kontrollzentrum zu. Ich hab geskillt, Mann, leck mich. Eigentlich hab ich keine zwei Ultis auf einmal zu, Alter. Yo, läuft, Mann. Weil du hörst dieses Queen of the Castle einfach 10 Kilometer über die ganze Karte. Du kannst einfach voll weit weglaufen. Ich hab sie vorhin auch noch gehört, als ich weggelaufen bin vom Spawn, ne? Da hab ich die scheiß Spots auch immer noch gehört. Verpiss die Nase da hinten und komm gar nicht hier drüber. Stell dich in die Ecke. Ich hab gesagt, stell dich in die Ecke, Alter. Komm jetzt her. Stell dich in die Ecke, hab ich gesagt. Komm, da steht ein Speer. Ich steck dir den Speer in den Arsch. Nee, scheiße, das gefällt dir auch wahrscheinlich. Ich fang das Ganze direkt mal am besten mit einer Ulti. Ultimate Team! Was? Ultimate Team? Ja, genau. Ja. Stellt euch mal so ein Kartenspiel im Ruby-Universum vor. Und das wäre geil. Ja, so ein Hearthstone-Styles Game. Ja! Ich hatte heute die Frage, auf welches Spiel Hearthstone basiert. Ich würde sagen Magic. Ja, das war Magic noch. Ja, aber auf was für ein Universum? Warcraft. Ja, Universum ist Warcraft, aber das Skillsystem und so. Also das Spielsystem an sich. Die ganze Spieleidee. Basiert auf Magic. Das finde ich einfach so circa alles ein bisschen. Hat Professor Portens in der ersten Aufnahme auch schon vom iPhone angerufen? Ja, nee, das iPhone war noch nicht da. Nein, ich hab wohl, ne? Ja, dass du uns angerufen hast, weiß ich auch. Das wäre ja sonst ein bisschen. Kannst du einer holen? Hallo? Hä, hey, was, wie? Hallo? Ich bin tot. Ich auch. Nana, Fuß! We are down. Och, Nana! Oh, Nana, du scheiß Noob, Alter! Aber zumindest haben wir jeder einen tot! Ich weiß, das muss mir noch. Darauf erstmal ein Schluck Fanta. Und nein, kein Produkt. Trinke Fanta, lebe Fanta! Fanta! Was?
Alter, ohne Witz, ne? Wer den Satz ins Leben gerufen hat, ne, der wird eigentlich geschlagen. Ja, das ist halt einfach so eine richtig unnötige Werbung. Achso, ja. Es geht ja schon los. Korrekt. Again? Was? Again, again, again. So, Nana, diesmal ein bisschen mehr Teamarbeit, bitte. Hey, na, warte mal, guck mal. Ich bin bei der Parade. Da ist nichts, ne? Bin dead! Take that ass for me! Take that ass for me! Come on, girl! Take that ass for me! Wieso sind heute eigentlich so kacke Gewicht mal im Schädel? Ich weiß es nicht, so genau. Weil das normal ist? Ja, bei uns beiden schon, aber Wander macht auch so einen Scheiß mit irgendwo. Das Licht ist immer neu! Huch! Alter, das ist Hotel zum Schminke! Leute, könnt ihr mal irgendwas alleine schaffen oder muss ich überall helfen? Mein Gott, seid ihr schon. Entschuldigung! Such Noobs! Du musst mit Noobs spielen, die sind gute Mitspieler und vor allem weniger Nora! Oh, ich muss skillen. Halt die Fresse! Okay, Wolfs. Ich bereite immer schon Supertext vor und oh, ich oh, ich bin tot! I got it! Ich musste skillen! Okay. Ich beleb schon wieder. Ich mach schon, bin schon dabei. Ja, danke, ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist. Ja, aber ich war's. Eigentlich, weil Lana kann ja nicht Beowulfs abknallen beim Kontrollzentrum, der muss ja auch helfen irgendwo noch. Ja, ja. Oh, kann es sein, dass man seine Ulti verliert, wenn man gestorben ist? Ja. Das ist auch noch ein Manko, was ich an. Ich weiß nicht, es ist schon irgendwo realistisch. Ich find's realistischer irgendwo, ja. Ja, die kriegen ja ihre Energie auch nicht wieder in der Sendung, wenn sie jetzt sich gerade überlebt haben. Also ich muss sagen, ich finde die Ulti von Nora geil. Was macht die nochmal für eine Ulti? Die springt nach oben und schleudert ihren Hammer auf den Boden, sodass eine Druckwelle entsteht. Find den hier geiler. Mit AOE-Damage auf dem Wasser, Alter. Was sind die eigentlich für ein Level? I need a little bit help. Ja, ich auch. Danke. Ich bin fast tot, dann hol du Nana. Ja. Danke. Ja, genau. Bin ich down. Geht ja gerade, nein! Blöde Idee, tötet und nicht mich wiederbeleben, macht mehr Sinn. Ja, ich hab noch 41 Sekunden. Nana, hinter dir ist einer. Na gut, aber wie viel Leben hat sie denn? Noch 0,0% Lebenspunkte. Give it to me, nein. Give it to me. Das ist doch gut, Mann. Ich wusste, weil sie hat Englisch ist ja nicht das Beste, ne? Au, nein. Also, das Spiel sieht trotzdem um einiges besser mit Controller, das Spiel. Yep. Das sind halt typische Draufschlagspieler, den musst du mit Controller spielen. Ja, hätten es lesen oder so. Ja. Nana, du sollst kämpfen und nicht rumlabern! Weil es gibt ja auch Leute, die spielen sowas wie DMC mit Tastatur, das verstehe ich halt wirklich dann nicht. Also, DMC mit Tastatur spielen kann, war ja gerade wirklich. Es gibt Leute, die spielen Overwatch mit einem Turntable, mit einer Banane oder mit einer Mikrowelle. Mit einer Banane? Mit einer Banane? Ja. Ach, jetzt. Hey, Nana! Ja? Oh, gerade, so. Cyber? Cyber? Schlägt erstmal auf den Boden. Finde ich gut von dir. Dass du so gut im Team arbeitest. Die Schnauze, ich hab gleich mehr Punkte als sie im Prinzip drin. Heil dir die Fresse! So, jetzt kommt die Boss, Alter. Wie viel kam nochmal in der vierten Welle dann? War das direkt einer erstmal nur? War nur einer, ne? Wunderbar. Gibt's hier noch irgendeiner? Ja, gleich. Sind schon da, die Bosse. Boah, sie sind raus und das meine ich nicht, dass ich hier bin. Die Kühe kamen erst im nächsten, ne? Hm? Die Kühe? Du meinst die Wildschweine? Ja, für mich sind das Kühe. Die Beyblade-Eber. Ja, genau.
Also kannst du mir doch nicht sagen, dass das Wildschweine sind, das sind Kühe. Na, bitte. Kühe mit ja, das sieht auch so aus wie eine Kuh, ne? Ja, also Pfanne, also nicht wie ein Wildschwein. Das sieht aus wie ein Wildschwein, das hat Hauer wie sonst was, das Ding. Ja, ob das stark ist oder nicht, ist mir egal. Funktioniert das Anvisieren eigentlich noch? Du hast doch immer automatisches Anvisieren damit. Da musst du doch nicht wirklich viel anvisieren. Das ist doch ein bisschen Steuerung wie ein Gothic. Nee, das ist ein Rubini. Doch, gab's. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich hab ein Standbild gerade kurz gehabt, Alter. Du gehst weg. Nimm mich deine Ecke-Mobbe da hinten, Alter. Naja, Distanzangriffe sind immer das Beste. Das sind die Kombis, Alter. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ich meine nicht die Züge, sondern einfach die Kombis vom Charakter selbst her. Die sind einfach so OP. Au. Kann jemand das Kontrollzentrum irgendwie probieren, dass es nicht drauf geht? Versuchen. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Ja. Also wäre ja, 4 oder 3 schon? Ab 4. Boss. Mal, hinter uns auch noch einer. Aua! Warte. Wollen wir die wieder mitnehmen? Ja, gut, vielleicht eigentlich nicht. Ja. Warum lebt die wieder? Was ist das denn? Nix. Ey, ich sag jetzt gar nichts. Ich krieg ein Aber gut. Teamwork. Das ist nein. Gut, ich würde mal sagen, das war's von dem Abschnitt. Wir sehen uns beim nächsten Abschnitt. Bis dann. Tschüss.